Ich meine übrigens, ich hätte Kommentare gelesen, die gesagt haben, also einer hat, glaube ich, gesagt, so eine Scheiße macht er nicht. Der hat sofort aufgegeben. Und ich meine, einer hätte geschrieben, so, ja, stell dich nicht so an, das ist doch total einfach. Kann es aber auch sein, dass ich mir das einbilde. Und das Schöne ist, du musst das ja zweimal machen, ne? Höchstwahrscheinlich. Ja? Warum rollt der Penner immer wieder zurück? Ja, der Boden ist hier wohl etwas uneben. Aber wie gesagt, ich kann den auch nicht stoppen, weil der rollt durch mich durch, weißt du? Der ist da, aber auch nicht. Du könntest springen. Na, jetzt... einfach knapp. Uhren. Boah, das darf ich nicht sagen. Ich schiebe dir mal in Position, ne? Komm, ich helfe mal mit. Zerball. Also das ist ja... hier, er rollt durch mich durch. Danke, bin drauf. Ja, du musst nur gucken, dass du darüber gesprungen kriegst. Ich schieb dir den schon wieder in Position. Ich bin ja nicht so ein Assi. Bin oben. Dann mach mal. Was macht man an der Stelle? Bewertet man das Spiel dann einfach schlechter, weil die so einen Scheiß da machen? Das soll wohl ganz witzig sein. Also wenn es jetzt nicht schafft, weiß ich auch nicht. Muss ja nur auf die andere Seite springen. Ich habe es dir jetzt wirklich einfach gemacht. Siehst du? Ich habe es dir jetzt wirklich einfach gemacht. Damit erhöhst du auch gar nicht den Druck. Ja, kannst du dir vorstellen, was ich hier machen musste? Ich bin darüber gesprungen, da war der Ball schon wieder irgendwo, weißt du? Ich musste dann wieder alles in Position, dann ist der Ball wieder weg. Und... ah! Rastet man aus, das glaube ich dir. So, das hat sich doch gelohnt, oder? Immer, ja. Ach, ich mache dir das eigentlich alles viel zu einfach, ehrlich. Ich mache dir das immer viel zu einfach, weil ich dich nicht so leiden lassen will, weißt du? Du willst Zuschauer nicht leiden lassen, dass die ja 2,5 Stunden zugucken müssen, wie ich einen Ball haue. Und was sagst du so als Experte? War total einfach, ne? War total logisch, also, alles, ne? Es wäre einfach, wenn die Physik dahinter irgendwie mal logisch wäre, aber die ist ja ein totaler Müll. Absolut. Ich habe hier gerade noch ein bisschen Puppenhaut aufgesammelt. Ja. Oh, shit. Irgendjemand will was von mir, habe ich das Gefühl. Von dir? Weiß ich nicht. Wir wollen was von mir. Das ist der Marienkäfer dann. Könnte auch der Nashornkäfer sein. Wo ist denn eigentlich mein Kaugummi geblieben? Muss ja noch irgendwo Kaugummi sein. Ach, da hinten ist ein Nashornkäfer, der hängt da fest. Oh, dem könnten wir eine klatschen. Ja, komm. Dafür allerdings haben wir nicht im Nahkampf, sondern ich würde Fernkampf versuchen. Ja, ja, klar, logisch. Der weiß auch nicht genau, wo er ist. Lalala. Heute ist so ein schöner Tag. Schalalalala. Heute ist so ein schöner Tag. Schalalalala. Oh. Ich meine, wir können ja nichts dafür, wenn er backt, oder? Nö, aber da ist die gute Physik im Spiel, weißt du? Ja. Aber denk bitte dran, ne? Du musst aber sauber springen, sonst hast du aber einen Fehler gemacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was macht der denn da? Weiß ich nicht, der steckt mir im Arsch irgendwo fest. Der sich? Ja. Muss mal ihm was essen. Oh, wie viel Schuss der braucht, ne? Schon heftig. Aber wir haben, glaube ich, haben wir noch die billigen Pfeile? Nee, ne? Oder doch? Weiß ich gar nicht. Ich habe noch 6. Nee, wir haben schon die guten. Ich habe noch 5. Vielleicht. Also doch, wir haben für dich einen Stack gute Pfeile gemacht. Oh oh. Ah ne, doch nicht. Ich hab gedacht, er wäre frei. Ich hab noch einen Pfeil. Ja, ich hab ihn noch. Ich hoffe nur, dass wir den gleich looten können. Ich hab noch einen Pfeil. Von dem Billy. Ist tot. Ja, gegen. Was mit den ganzen Pfeilen? Was soll mit denen sein? Die habe ich gerade aufgenommen. Hoffe ich. Da oben ist noch Bubblegum. Ich kann den Pfeil hier auf dem Boden nicht aufheben. Hier soll laut meinen Spielern ein Pfeil liegen, kann ich nicht aufheben. Also für mich liegt da keiner mehr. Ah ja, ist ja klar. So, warte mal, ich könnte dir mal eben Pfeile geben. Aber wir sind nur die schlechten. Ja, mehr hatte ich auch nicht vor. 26 Stück, bitte sehr.
Da, 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 da. Dankeschön. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hier gibt es ja relativ viele Höhlen. Ne? Die Zähne hatten wir uns schon geholt. Ne? Es ist halt auch eine mega gefährliche Ecke hier. Ne? Gab es hier nicht noch irgendwo was? Weiß ich nicht. Sagst du mir das? Ich dachte, du guckst meine Tutorials. Ich mach die, dann vergesse ich das wieder. Ich guck die, aber ich vergesse die auch wieder. Oh, na toll, wofür mache ich die denn? Ich könnte mal langsam was zu essen. Ich hab noch was. So. Bin gerade am Überlegen. War hier noch irgendwo ja. was? Stimmt, ne? Also irgendwas gelootet kriegen wir bestimmt noch. Ja, natürlich, klar, die Höhle im Rohr. Aber dafür brauchten wir Bomben, ne? Hast du Bomben dabei? Nee, ne? Ich habe nie Bomben. Ich habe in diesem Spiel, glaube ich, noch nicht eine Bombe geworfen. Meals on wheels. Ja, dann lass mal was anders machen. Dann gehen wir mal, dann komm mal mit. Ja. Hüpf. Übrigens, hast du dieses feine Gequietsche gehört? Ja. Da oben ist eine Motte drauf. Ich weiß zwar nicht, wie man da hinkommt, aber da ist eine Motte drauf. Die kann man auch töten? Ja, die ist natürlich auch ziemlich fieser Gegner, ist klar. Ne? Ist das die einzige Motte, die es gibt? Ja, es gibt wohl mehrere. Dieses Geräusch. Weißt du, was ich übrigens... Kleiderschrank. Weiß gar nicht, warum. Weil du da Motten drin hast. Was ich übrigens auch mir noch vorstellen könnte, dass, wenn wir hier eine Seilrutsche hinbauen, zum Haus darüber. Müssen wir dafür machen? Also hier müssten wir ein Seilrutschen-Ding herstellen. Ja. Warte mal, ich suche mal eben. Hier, glaube ich. Seilrutschen. Ankerpunkt. Oh. Dafür brauchen wir 4-mal Ton, 1-mal Seidenseil und 6 Unkrautstängel. Haben wir ja schon alles. Also nicht dabei, aber haben wir. Siehst du hier irgendwo Unkrautstängel? Hier ist auf jeden Fall eine Putzeblume. Die könnten wir schon mal holen. Und hier ist Ton. Na, guck mal. Hast du die Putzeblume? Ich hole mir gerade was. Nein, ich bin dran vorbeigesprungen. In Tod, oder was? Oh. War nicht in Tod, aber so dramatisch ist es dann auch nicht. Ey, Junge. Ich brauche noch eine Minute, damit ich mir meinen Wassertropfen hier holen kann, ja? Ja, nee, ist ja in Ordnung. Ich spiele das Spiel schon mal, ne? Aber bitte ohne mich. Ja, du machst ja irgendwas mit Wassertropfen rum, weißt du? Ah. Dann müsstest du dir merken, mindestens ein Seidenseil. Jetzt ist das Wasser in Wasser gefallen. Oh, der Marienkäfer kommt. Also nicht... Der liebe Marienkäfer, sondern der böse. So, komm mal hier hoch. Komm mal zu mir hin. Komm. Ups, komm mal hier hin. Lass mich erst mal gucken, wo du komm bist. Komm mal hier hin. Komm. Da, ja, bin bei dir. Da ist ein Wassertropfen über dir. Kannst du so hinspringen. Brauchst nicht abschießen. Kannst du so runterlutschen. Bin ich blind? Hier, da ist ein Wassertropfen. Direkt über mir. Ich schwöre dir, bei mir ist keiner. Du? Ja, toll. Ein Problem. Ja, nur weil du mir Sachen zeigen möchtest, die es im Spiel gar nicht gibt. Guck dir doch meine Videoaufnahme an. Aber keine Sorge, der will zu mir, der Idiot. Dann ist ja gut. Also kannst du mal gucken, hier liegen vielleicht noch Dondeln rum oder sowas und oh, hier liegt noch ein Pfeil rum. Ich glaube, jetzt will er zu dir. Nö. Ne? Nö. Mich lässt er in Ruhe. Ach, er ist auf mich. Au! Bist du bescheuert? Kackviech. Tut doch weh. Hat er mich voll gerammt, die Sau. So, es fehlen noch 2 Stängel, glaube ich. Ja. Und wie machen wir das mit der Seide? Ja, die müssen wir aber holen. So. Ja. Die muss ja hergestellt werden. Wir brauchen noch 2 Stängel. Hast du noch welche? Irgendwo? Nö, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dafür abholzen kann. Das hier zum Beispiel. Ah, du machst das schon. Ja, natürlich. Ich mache hier wieder alles alleine. Der Herr Gorilla läuft ja lieber durch die Gegend. Ich sehe dich auch einfach nicht. Lockt Maikäfer an, weißt du?
Ja, super. Ja. Was ist mit dieser Biene? Die hängt da in diesem Blatt drin. Erlös sie doch. Weitwurf! Mist. Weitwurf! Wenn du jetzt noch getroffen hättest, weißt du? Hast du den Rest auch mitgenommen? Nö. Schade. Jetzt brauchen wir noch eine Seide. Ja. Aber die haben wir ja zufällig zu Hause. Dafür brauchen wir ja Spinnenweben, die einmal durch die Maschine gelaufen sind. So, wir gehen mal eben in die Hecke, ja? Auch noch? Was willst du denn da jetzt machen? Heckenlabor, das 200. Mal? Ja, ich finde, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Da hat sich bestimmt nichts verändert. Ja, was willst du denn da? Da liegt noch ein Staber rum. Okay. Wenn dem so ist, dann hin da. Dann kann ich dir die schwarze Witwe auch mal zeigen. Ja, super. Freust dich drauf, ne? Ja, wenn wir die mit dem Bug töten können, dann machen wir das auch. Na klar. Was wir haben wir, ne? Aha. Ja, es gibt ja, weißt du, ich bin gerade dabei, die mit einem Pfeil zu töten. Und wie geht das? Ja, das ist das Problem. Beim ersten Mal hat es semi-gut funktioniert. Aber theoretisch ist es machbar, ja. Das ist krass, ne? Dann kannst du die wirklich mit einem Pfeil töten. Aber ich weiß nicht, ob das für Dualspieler geeignet ist. Brauchst du noch Saft? Hier liegt noch eine Menge Wasser rum. Ja, was ist denn mit dir? Musst du nichts trinken? Ich bin voll. Ich habe ja den Tropfen, ja, den es nicht gab, habe ich ja genommen. That tastes really good. Also nur, bei mir war da wirklich keiner. Nur weil du wieder keinen Bock hattest, den von mir gezeichneten zu trinken. So frei nach der Devise, ja, da mit dem Finger drin rumgespielt, den will ich nicht haben, weißt du? Das alles, was der so macht und zeigt und tut, ist eklig. Nur weil der da mit seinem großen Schwert wieder dran rumgespielt hat. Übrigens, hier gibt's Zecken, ne? Ah. Zecken sind böse, sagst du? Nö, Die sind ja in Real Life auch total nett. Aber hier ist ja dann einer. Ja, die kommt auch hier hoch, keine Sorge, da ist er. Nee, die hat gar nicht so viel Leben, weißt du? Nö, Zecken gehen. Da kommt, glaube ich, die zweite, oder? Ja, ich höre eine, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, auch nicht. Aber hatten wir die schon fotografiert? Nee. Aber sie ließ sich nicht fotografieren. Jetzt geht's. Vorsicht. Alter! Ich habe so frühzeitig Vorsicht gesagt. Und hab mich dann erst genähert und du haust voll wieder auf mich drauf. Du bist so widerlich. So, jetzt komm. Rein mit der Salzkeule. Bam. Voll. Ja, jetzt habe ich voll den Salzsplitter im Auge, weißt du? Arsch. Aber das ist tut, glaube ich, weh. Kommunikation, weißt du? Du sagst extra, Achtung, ich komme, bam, kriegst du einen vor den Schädel mit dem Ding, weißt du? Ich find's gut, dass du Bescheid gesagt hast. Dann wusste ich auch genau, wo ich jetzt hinschlagen kann. Ja. Ist da noch ein? Jetzt nochmal. Komm, richtig drauf auf die Maus hämmern, weißt du? Manchmal laufen hier auch schwarze Witwen rum, aber die Babys. Okay. Aber die sind nicht schlimm. Nö. Nö. Mindestens genauso ätzend wie die Mutter, nur mit viel weniger Leben. Okay. Ist auch schön, dass das hier so nepelig ist, weißt du? Aber, ja, aber die Zeckenfangzähne, die konnten wir auch noch analysieren, ne? Ja, bestimmt. Oh, so. Eine kleine schwarze Witwe in unserem Büchlein, okay. Die große haben wir jetzt aber auch. Ich habe sie gerade beide fotografiert. Da ist sie drin, da. Siehst du? Da ist das blöde Viech. Peeping goggles equipped. Ja, also, ja, es gibt, wie gesagt, ja, ich schreiend flüchten, würde sagen. Ich also, es gibt. Jetzt, glaub ich, ja noch nicht angreifen, oder? Es ist der größte Spinnengegner ever, weißt du? Also, es gibt natürlich schon eine Möglichkeit. Wenn du. Einmal kannst du sie hier hinlocken, ne? Hier. Und dann musst du es irgendwie schaffen, hier hochzukommen. Und dann springt die nämlich auf das Blatt hier oben. Und wenn sie dich dann im Rage behält, dann springt die immer hoch und verletzt sich dabei. Und dann musst du im entscheidenden Moment zurückgehen, dass sie sozusagen auf dich springt und dann knallt sie hin und ist tot. Weil sonst kriegst du sie nicht gelootet. Das ist die Kunst mit einem Pfeil.
Wenn das aber schief geht, ja, dann hast du eine aggressive schwarze Witwe hinter dir, die nur einen Wunsch hat, dich wirklich umbringen zu wollen. Ich weiß nicht warum. So. Die andere Variante ist, mit ganz vielen Pfeilen von hier, weil hier kommst du nicht hochgesprungen mit ein bisschen Glück. Aber ich weiß nicht, ob wir genug Pfeile für die haben. Also ich habe nur... Genau. 25 Pfeile. Ja gut, ich könnte auf 26 für dich erhöhen und meine 30 und ich habe das Gefühl, das würde nicht funktionieren. Hier liegt übrigens ein Pfeil rum. Also ich würde sie ehrlich gesagt noch nicht machen, weil das super Spinnengift brauchen wir auch nicht. Komm, dann gehen wir. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ja, ich wollte noch mal eben Ameisentotem Stava und auf die Larvenecke der andere da. Weißt du? Ja. Gut, eigentlich wollte ich hier runter, aber hier ist ein Müffelkäfer. Meinst du, den kriegen wir tot? Klar. Er geht. Er ist weg. Ja, aber da müssen wir lang. Jetzt sei doch mal ein bisschen mutig. Du bist doch der gleich wieder, ups, brauche Hilfe, schreit, weißt du? Übrigens, da sind Kletten. Was? Da sind Kletten. Wenn jetzt hell wäre, würde ich ihn anschießen, da ist er. Ich weiß nicht, ob ich den durch das Gestrüpp kriege. Ich hab ihn verfehlt. Oh, er ist sauer. Warum? Rote Augen. Ja, da hat er Bindehaut entzündet. Ja, Mann, diese Blätter, die fliegen aber auch wild hier durch die Gegend, ne? Das ist absolut perfekte Physik. Hast du eine Dondel ausgerüstet, die noch aktiv ist? Ja. Lootest du den? Sehr gut. Bisschen wenig Pfeile hier, ne? Ja, ich habe hier hinten noch einen gefunden von mir. Also hier liegen noch drei Stück rum. Hier liegt noch einer von dir. Vor mir. Hier liegt noch einer von dir. Ja, ich habe wieder 26. Ich werf dir eben deine raus. War da ein Hund? Hat den Hund gebellt? Ja, hier bellt ein Hund in der Gegend. So. Und Schuss. Ja, ich habe schon mal zwei Läusebraten für uns. Sehr gut. Ich habe nicht mehr so viel Platz, weißt du, deswegen wollte ich mich damit nicht zumüllen. Ach, guck mal hier. Spröder Quarzit. Das nimmt sich mal eben runter. Hast du alle drei? Ja. Perfekt. Denk dran, hier sind diese widerlichen kleinen Spinnen, ne? Mhm. Hier in der Dose hast du übrigens mal den Tod gefunden. Weil dir einer eine Ameisenkeule in den Rücken gehauen hat. Ich habe hier schon an etwaigen Orten den Tod gefunden. Ja, aber ich kann mich an jeden einzelnen erinnern. An jeden. Weiß ich ja nicht, ob ich dir glauben kann. So, hier ist noch ein Skep. Weißt du wo? Ich fürchte... Ameisenlabor da oben irgendwo. Ach, Ameisenlabor. In dem Labor da oben irgendwo könnte einer sein. Der muss, ne? Sollen wir eben holen, oder? Wenn du weißt, wo er ist, vermute. Dann lass hin da. Ich höre doch schon wieder was schnarchen. Er muss jetzt alleine machen. Also ich komme dir gerade nicht hinterher. Warum nicht? Weil du schnell bist. Ja, geil, ne? Ich weiß nicht, wie geil das ist. Ja, so ist das, Leute. Uiuiui, na runtergefallen. Also macht das eben. Ich bin hier. Ja, hier sind aber Spinnen und Co. Ja, hättest du nicht so schnell alleine hochrennen sollen. Och, jetzt stell dich doch nicht so an, du Mädchen. Doch, ne, jetzt mach ich gar nichts mehr mit dir. So, ich spiele demnächst mit jemand anderem. Ja, ciao. Verpiss dich. Endlich Ruhe. Also der war schon mal nicht. Da oben war noch einer. Ihr bleibt schön schlafen, Spinnis, ne? Spinni. Hallo, Spinni. Ist doch ruhig.
ich an denen vorbeirenne. Ja, mach so leise. Oh, komm. Da sind zwei. Mal schön ruhig drei. Sein dabei.